buschige, volle Augenbrauen. Nein! Was passiert hier mit mir? Ich will nicht mehr! Was ist? Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu... Neue Trends 2021. Wir haben fleißig bestellt und wir testen heute richtig verrückte Sachen. Mhm, ich bin sehr gespannt. Meine Nase fängt direkt an zu jucken. Ja, ist ja immer so, jedes Jahr gibt es immer irgendwelche neuen Trends. Mhm. Man kriegt das bei TikTok mit, bei Instagram oder auch so ne, im Internet. Und wir haben uns mal so also ein bisschen recherchiert und haben Zeug bestellt. Und wir werden euch eure Meinung sagen, ob wir die Trends mitmachen werden oder ob wir die cool finden oder ob wir denken, oh mein Gott, geht gar nicht. Wo kommt das her? Warum? Ja. Warum? Ich habe auch mal hier so eine kleine Liste, was ja auch so ein Trend ist, zum Beispiel auch beim Make-up dieses Jahr, was ich total witzig finde. Es sind Smoky Eyes übrigens wieder. Gar keine bunten Farben, sondern Smoky Eyes und Lidstrich, also schwarze Lidstriche. Oh. Und so franziger, so leichter Stufenschnitt. Das soll alles wieder modern werden dieses Jahr. Ist auch wieder so ein bisschen späte 90s, ne? So Fransenschnitt ja, und so. Ja, hab ich auch so. Muss gerade so an Victoria Beckham denken. Die Sachen, die wir hier haben, ist auch wirklich so. Ich habe so das Gefühl, so 90s Comeback irgendwie. Ich fange direkt mal mit dem ersten an. Den Trend finde ich tatsächlich ganz cool. Und zwar sind dieses Jahr wieder Karo-Muster. Extrem modern, also wirklich wieder so karierte Muster. Ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich immer so. Eigentlich, ja, weil es gab so, das ist auch 90er, so Grunge-Zeit, so Mitte der 90er, da war das ja überall. Ja, genau. Und das ist wieder extrem modern. Und die Farbe Rosa. Die Farbe Rosa soll dies, das finde ich natürlich das. Das gefällt uns. Ja. Aber wie gesagt, das Muster ist halt wieder meine ganz. Meine Haare passen auch gut ganz modern. Stimmt. Ich finde die Jacken ja so cool. Ich liebe ja so Oversize-Jacken sehr. Allerdings finde ich den Schnitt nicht so cool, weil der halt so ein bisschen breit ist, der Schnitt. Und ja, ich finde, die müsste hinten so ein bisschen länger gehen. Dann finde ich die Jacken ein bisschen cooler. Kommt nochmal drauf an, wie man sie jetzt kombiniert. So reingesteckt finde ich es eigentlich ganz cool. Geht's eigentlich. Hat was, ne? Vom Style her gefällt sie mir sehr gut. Ich mag das Muster sehr. Der Schnitt ist vielleicht jetzt nicht so cool, aber das liegt halt an der Jacke und nicht am Trend. Aber das Rosa ist mega schön. Das Karo-Muster ist schön. Oversize ist auch cool. Können wir es auch gut so als Oversize-Bluse vorstellen? Ja. Auch wo es dann nicht ganz so massig ist. Das stimmt, ist auch eine coole Idee. So, ich habe jetzt das nächste und das sind einmal Sonnenbrillen. Oh, das sind dieses Jahr komplett modern, diese Cat-Eye-Butterfly. Ich glaube, die waren auch schon mal modern. Ja. Und die sollen dieses Jahr wieder voll im Trend sein. Ich finde die ja gar nicht cool. Das ist auch so, ich finde, das ist auch so früher 90er. Oh! Ja. Ja, die sind aber... Das sieht sehr witzig aus. Das ist schwierig. Was sagst du? Das ist sehr spacig. Ja. Ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus tatsächlich bei dir. Echt? Ich mag das nicht, wenn es... Das erinnert mich irgendwie so an Knight Rider, fast so 80er-mäßig. Ja, ne? So Madonna-Style. So Madonna. Ja. Die sind wieder total angesagt dieses Jahr. Ich habe auch im Internet ja geguckt. Es gibt richtig viele wieder. Also auch von bekannten Marken bei Online-Shops. Ganz oft werden diese Brillen gerade wieder angezeigt. Was ich tatsächlich sagen muss, ich finde es schwierig, weil ich kann da fast so, wenn ich nach oben gucke, gucke ich da drüber. Ich mag das bei Sonnenbrillen. Ich habe ja auch so eine große Brille. Und bei Sonnenbrillen mag ich es halt auch gerne, wenn die einfach groß sind. Und dann setzen die ja meistens noch so auf der Nase auf. Ich glaube, das ist eher ein stylisches Accessoire. Ich glaube auch. Ich bin auch eher so ein Typ, der so große Sonnenbrillen mag. Also um Instagram-Fotos zu machen. Ich weiß, dass bei Instagram sehe ich das ganz oft. Habe ich auch schon, glaube ich, letztes Jahr war das schon oder vorletztes Jahr war das schon. Sind ja meistens auch so Trends, halten sich ja meistens so ein Jahr, 2 Jahre, manche auch 3 Jahre. Ja. So, dann noch ein Trend, da musste ich kurz schmunzeln. Und das habe ich gelesen, das soll dieses Jahr der absolute Must-Have-Trend sein. Flaschentaschen. Flaschentaschen. Und zwar Handtaschen. Also was heißt Handtaschen? Eine Tasche für die Flasche. Das erinnert mich so ein bisschen an die Handykette. Ja, die ist auch hier so thermomäßig gefüllt. Das ist gut. Das tragen übrigens schon die ganzen Hollywood-Stars. Da gibt es ganz, ganz viele Bilder davon. Ja, gut. Ich habe jetzt mal hier eine Flasche besorgt. Und
Ich glaube, ich guck mal, die passt hier noch nicht mal rein. Wir besorgen eine andere Flasche, die da reinpasst. Wir haben jetzt noch mal eine Arizona-Flasche, die wirklich nicht groß ist. Und das ist sowas, was man vielleicht doch mal unterwegs trinkt. Die geht hier tatsächlich nicht rein. Ich glaube, hier kommen nur bestimmte Teeflaschen oder sowas rein. Finde ich zum Beispiel, also finde ich echt blöd. Wenn ihr so Bock auf diesen Taschentrend habt, dann holt euch irgendwas, was hier oben zum Verstellen ist. Weil da muss so man... So schwierig, ne? Aber Eva hatte gerade eine coole Idee. Wenn es regnet, haust du halt einen Regenschirm hier rein, ne? Ja. So. Da bist du gewappnet. Die Regenschirmtasche. Wir machen aus der Flaschentasche eine Regentasche. Und wir gucken mal, wie es aussieht. Also, ich finde es jetzt nicht hässlich. Nein. Oder? Das auf keinen Fall. Vielleicht schaffen wir gerade einen neuen Trend. Es gibt ja für die kleinen Knirpse, gibt es ja auch normalerweise diese Taschen noch zum Überziehen. Stimmt. Da könnten auch einfach Bänder dran gemacht werden. Stimmt. Dann kann man den Schirm auch so gut transportieren. Ja, was ich gut finde, die ist hier oben zum Verstellen. Aber da gibt es ganz viele. Also gibt einfach Flaschentaschen bei Google ein oder bei Amazon. Also stylisch sieht sie ja aus. Es gibt auch sehr hässliche Taschen. Ich habe jetzt... Wir haben so ein bisschen eine hübschere rausgesucht. Ja. Ich finde es ganz cool, wenn man jetzt wandern geht, spazieren geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gassi gehe mit Bruno, finde ich das ganz praktisch, einfach eine Wasserflasche mitzunehmen. Ja, das ist besonders im Sommer sehr, sehr gut. Aber als Accessoire, dass man jetzt die ganze Zeit so rum... Aber du wirst es nicht glauben, da gibt es Taschen, die ich gesehen habe von Louis Vuitton, von Gucci, von Chanel. Was? So eine kleine Tasche, die jetzt total im Trend sind. Für 100 bis 1000 Euro. Nein. Keine Ahnung, irgendwie hat's was. Ob man's, aber ich weiß nicht. Ich würde es mir, glaube ich, nicht extra kaufen. Nee, ich würde, glaube ich, einen Jute-Beutel mitnehmen und es da reinpacken. Ja, ne? Ja. Kommt irgendwie cooler. Also ich finde den Trend etwas merkwürdig und ich finde den jetzt nicht so, ich feiere den jetzt nicht so krass. Nee. Ich habe hier auch noch was Stylisches zum Anziehen. Erinnert mich auch etwas an die 90er. Ich glaube, 90er ist so ein Thema. Es ist ein Polunder mit Strickmuster. Mag ich gerne, Strickmuster. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er tatsächlich angezogen wirkt. Und ich muss sagen, ich gucke momentan eine 90er-Jahre-Sendung auf Netflix. Wow. Und die haben tatsächlich Polunder an dort. Ja. Die tragen 90er-Jahre. Also Polunder ist ja dieses Jahr wieder absolut im Trend. Egal, ob auch in diesem Karo-Muster oder bunt oder jegliches. Ja. Und es bieten ganz, ganz viele Online-Shops an. Ich finde es auch cool. Ich finde, das hat aber, ich erinnere mich so ein bisschen an Sailor Moon und so mit einer Bluse oder so. Ja. So den Style. Strebermäßig. Ja, es hat Polunder so ein... Polunder hat so einen Streber-Look. Ja, es hat schon einen gewissen Style. Ja. Ich glaube, dann gibt es die Fraktion, die Karos dreht, also Karos auf... Holzfällerhemden und T-Shirts drunter. Und es gibt die Fraktion, die Karos wahrscheinlich auf dem Hemd trägt und dann Polunder drüber. Und die sind richtig warm. Mhm. Und wie es tatsächlich aussieht, seht ihr jetzt. So, hier ist der Polunder. Ist übrigens Größe M. Ich habe mir meine Bluse drunter gezogen. Nicht so ganz klassisch strebehaft, sondern mit dem Leo-Muster. Vielleicht eine Karo-Bluse könnte ich mir dazu auch ganz gut vorstellen. Oder halt weiß. Oder vielleicht auch rosa. Und da kommt jetzt der Polunder drüber. Ich fühle mich ein bisschen Oma-mäßig. Oma! Ein bisschen, ja. Das sagt man in Ostwestfalen so. Oma! Ja, aber hat was. Ja, ich finde es irgendwie süß. Ja, also mir gefällt, also ich finde den Trend cool, aber es wirkt ein bisschen altbacken. Es macht älter. Es macht älter. Es ist. Meine Oma hat tatsächlich auch so Pullover und damit Blusen und so getragen. Da erinnert es mich gerade dran. Vielleicht mache ich hier oben mal den obersten Knopf auf. Wollte gerade sagen, wie es dann aussieht. Ist, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ich glaube, so finde ich es deutlich süßer. Ich habe hier jetzt mal umgebaut und ich finde so. Umgebaut. Das war gut. Meine ganzen Lagen an Klamotten, die ich trage. Ich finde so, mit der stärkeren Taille drin, halt mit dem Gummizug von dem Rock, finde ich es eigentlich ganz süß. Ist dann halt auch nicht so lang, der Polunder, sondern eher halt so ein bisschen niedlich. So finde ich es ganz cool. Aber ich glaube, es ist nicht mein Liebling 2021. Wie schaut es bei dir aus? Keine Ahnung. Ich werde es auch mal probieren, aber vielleicht ein so ein Teil im Kleiderschrank, okay. Aber ich muss es auch nicht unbedingt kaufen. Ich glaube, es ist nicht so mein Style. Jetzt, auch ein absoluter Trend und der ging letztes Jahr schon los, sind wieder richtig krass buschige, volle Augenbrauen. Ja. Also ich finde ja auch volle Augenbrauen wirklich sehr, sehr schön und, aber
es ist ja teilweise wirklich so, das habe ich auch gesehen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das Trend wird, ist die Monobraue. Die Monobraue. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Also früher hat man sich ja teilweise die auch abrasiert. Ich habe es zum, zum Glück nie gemacht. Nein. Aber ich hatte die auch so dünn. So richtig dünn. Weil das so modern war. So umso dünner, umso besser waren die Augenbrauen. Ja. Auf jeden Fall, was halt modern ist, ist auch dieses Eyebrow Lift. Das heißt, dass die Augenbrauen richtig buschig sind, ungezupft und halt so richtig nach oben stehen. Und da haben wir natürlich, es bieten ja Kosmetikstudios an und so, aber es gibt es natürlich auch zum selber machen. Zum selber machen. Und zwar ist das ein Lash Lift Kit. Damit kann man auch die Augenbrauen, die Wimpern machen. Würde ich persönlich aber nicht machen, ist zu gefährlich, gerade selber oder wenn man kein Profi ist, mit irgendwelchen Chemikalien an die Augen zu gehen. Aber das geht halt für die Augenbrauen. Hält auch dann eine ganze Weile, ich glaube bis zu 3 Wochen oder so. Ich kämme mir die ja auch immer hoch mit Gel, aber dass die dann halt so richtig nach oben krass stehen. So ein Lifting-Effekt. Yeah. Und das ist total modern. Und das testen wir natürlich hier live für euch. Und ja, ihr seht jetzt mal. Mal gucken, wer es von uns beiden macht und wie es aussieht. Okay, Eva, bist du ready? Ich bin ready. Also, hier ist es jetzt nur angegeben für die Wimpern. Wir haben jetzt schon gelesen, also wenn ihr keine Profis seid, macht es auf keinen Fall. Das kann echt gefährlich werden. Also ich glaube, da kann man wirklich die Wimpern verkleben oder was ins Auge bekommen. Wir testen es wirklich nur an den Augenbrauen. Vom Tool her, wir haben es euch auch nochmal abgefilmt. Man hat halt hier dieses ganze Zeug, was man für die Wimpern braucht. Und dann, da hatten wir gerade ein bisschen Angst, da steht nämlich Sekundenkleber in der Beschreibung. Da dachten wir so, was? Das ist auch mal wie eine schöne Übersetzung. Ja, genau. Aber ja, wir werden es jetzt mal versuchen. Es soll ganz easy sein. 5 bis 10 Minuten lässt man es drauf. Okay, also das erste Wichtige ist reinigen vorher. Das machen wir jetzt mal schnell. Make-up ist entfernt aus den Augenbrauen. Genau. So, ich kämme dir die erstmal nach oben. Sieht auch gar nicht blöd aus, wenn man die hochkämmt. Okay, so, jetzt wird das hier drauf gemacht. So, genau. Also wenn man den Kleber drauf hat, dann kämmt man das hier so nach oben. Laut Beschreibung. Leute, wenn ich was falsch mache, dann... Ich kämme sie bei dir hinten nicht ganz so krass nach oben, weil das sieht dann ein bisschen doof aus. Wie fühlt es sich an? Ein bisschen seltsam. Also es ist ein seltsames Gefühl. So, jetzt muss ich gucken, was kommt jetzt drauf? Das Perm, dann das Fixation und dann lässt man das einwirken und dann wird das am Ende weggemacht und dann nochmal mit dem Öl. Ja. Genau, also das riecht, weißt du, wie das riecht? Mhm. Kennst du noch Kaltwelle? Mhm. Diese Dauerwelle früher? Nee, die kenne ich nicht. Die immer ganz viele hatten, so Dauerwelle. Und also Leute, die Dauerwelle kennen, das ist so ein ganz komischer Geruch und so riecht das. Was passiert hier mit mir? Eva ist so mutig, Leute, oder? Aber ich finde es cool. Mir gefällt es wirklich. Man soll übrigens danach 2 Tage die Augenbrauen nicht waschen. Man soll die Augenbrauen nicht waschen. Wie wäscht man sich denn dann? Brennt irgendwas oder so? Ja, fühlt sich angenehm an. Das ist schön. Ja, ein bisschen kühl. Ja? Also eher kühl, als dass es brennt. Okay, jetzt kommt das hier drauf. So, das soll jetzt 10 Minuten einwirken ungefähr. Das lassen wir jetzt einwirken. Dann mache ich das ab und dann sehen wir, wie Eva aussieht. Wir haben es jetzt einwirken lassen und jetzt wird es wieder abgemacht. So, und es kommt zuerst der Gleanser. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, es sieht gut aus. Also ich glaube, man muss es mögen, aber ich finde, es sieht gut aus. Ich finde es auch nicht schlecht. Ja. Es sieht halt, also ich finde, es sieht hauptsächlich einfach nach mehr aus. Die Augenbrauen wirken einfach größer dadurch. Ja, das stimmt. So, jetzt kämmen wir die noch schön hoch. Also ich finde, es hat einen kleinen Lifting-Effekt gegeben. Wir haben es natürlich jetzt nicht zu krass gemacht. Ich lasse das jetzt mal oben kämmen. Aber wie lange das hält, das weiß ich nicht. Das wird Eva testen. Ja. Also ich finde es ganz cool. Aber ob das jetzt so hält, keine Ahnung. So, Eva. Also, dein Gefühl? Ich würde sagen, es ist schon ein kleiner Effekt zu sehen. Also so ein bisschen mehr Volumen und alleine dadurch, dass die Spitzen so hoch stehen, sieht es einfach nach mehr Wimpern aus. Ich finde es ganz cool. Also ja, hat ein bisschen funktioniert. Mal gucken, wie lang es tatsächlich hält. Ist natürlich auch noch eine Frage. Aber auf jeden Fall. Was wir auch noch dazu sagen müssen, wir sind natürlich keine Profis. Man sollte das im Kosmetikstudio machen lassen. Ja. Und vielleicht haben wir es auch falsch gemacht. Wir haben es zum ersten Mal gemacht und das auch relativ fix. Aber wir wollten auch
lieber weniger machen, damit, weil Eva muss ja dann noch so rumrennen. Aber nicht, dass meine Wimpern auf einmal in eine andere Richtung wachsen. Ja, wie findest du den Trend an sich? Ich finde es ganz cool. Also ich finde, das ist, ich finde es besser als aufgemalt tatsächlich. Ja. Also wenn man dann halt so krass, wie wir ja schon erzählt hatten, entweder dann krass drüber malt oder halt wegrasiert und dann ganz dünn aufmalt. Ich finde, es gibt bei dir auch eine schöne Form. Es ist deine Augen strahlen dadurch sehr. Also mir gefällt es wirklich gut. Also ich finde den Trend auch ganz cool. Ja. Und ich habe jetzt das Sportgerät 2021. Der Hula-Hoop-Reifen. Das ist gerade echt ein richtig krasser Trend. Ja. Sieht man auch auf Instagram, habe ich es auch schon häufiger gesehen, auf TikTok. Das ist auch direkt einer, also ganz viele nehmen die Hula-Hoop-Reifen zum Abnehmen. Der ist auch direkt mit Gewichten. Kannst du Hula-Hoop? Nee. Ich konnte es mal richtig gut früher. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Wir werden es testen. Wir werden es testen. Also ich habe auf TikTok ganz krasse so Transformationen gesehen, wie welche angefangen haben, dann extrem krass dadurch auch abgenommen haben. Das war richtig heftig. Das siehst du richtig auf TikTok so von Monaten. Also wenn du, das ist halt eine Sportsache. Ja, es ist eine Sportsache. Man nimmt nicht in 5 Minuten damit. Nein, um Gottes Willen. Aber das ist, ich sag mal so, das ist wie wenn du tanzt oder wenn du Seilspringst. Seilspringen war ja auch nur so ein Trend. Ja. Das sind aber alles schöne Sachen, die man schön zu Hause machen kann. Ja, wir werden es testen. So, los geht's mit dem Zusammenbauen. Also das ist total easy. Erstens hat man hier immer die Punkte auf diesem Hula-Hoop-Reifen. Wir verlinken euch natürlich auch alles in der Infobox. Und man drückt hier einfach nur rein und dann sieht man hier unten drin das Loch und dann tut man das einfach aneinander. Genau. Je nachdem, wie groß man das will. Wir nehmen jetzt alles hier. Und ihr könnt natürlich auch farblich das Muster machen, wie ihr wollt. Aber wir finden es so abwechselnd ganz cool. Was ich gut finde, ist, dass der so weich ist. Das heißt, wenn man irgendwas anhat, das tut nicht so knallhart weh. Es gibt auch diese blasse Dinger aus den 90ern. Die taten manchmal echt schon ein bisschen weh. Oh. Okay, das ist er. Das ist er. Ist gar nicht im Bild. So, da ist er. So, wir testen den jetzt mal. Gott, ist das schwer. So, Eva, dann teste mal. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Nee. Ist das schwer? Er ist ganz schön schwer. Aber du kriegst es ganz gut hin. Ich glaube nicht. Danke. Das sieht mega lustig aus, ne? Das sieht wirklich so lustig aus. Ist anstrengend? Ja. Ja? Aber der ist wirklich schon. Der hat ein gutes Gewicht und der ist auch ganz schön groß. Nein, ich mach's nicht mehr. Ich will nicht mehr! Ja, rhythmische Sportgymnastik! Der geht so kurz. Aber da kannst du, das geht ganz schön auf den Arm, ne? Ja. Ich glaube, da kannst du auch gut die Arme trainieren. Also der ist schwer. Ja, der hat echt Gewicht. Ja, doch, doch. Das sieht auf jeden Fall besser aus als bei mir. Oh Gott, das ist anstrengend, ey. Holla, lieber. Ey, das ist richtig. Der. Aber weil der auch mit Gewicht ist, ne? Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Training. Das ist, glaube ich, zu weit oben. Ist er hier? Ja. Aber ich glaube, man kann das auch über die Brust oder über die Hüfte. Gibt auch Leute, die können das über den Beinen oder mit mehreren. Das sieht gut aus. Oh Gott, ey. Ey, da kriegst du Bauchmuskeln, ne? Ja. Holla, die Weite. Das, was ich nicht habe. Das ist echt anstrengend, aber macht Spaß. Und ich glaube, wenn man jetzt noch coole Musik oder so dabei anhat, also ich merke es direkt hier, wie peinlich es eigentlich ist, ne? Ich habe mich schnell mal aus der Pause, aus der Puste, also nach, keine Ahnung, 30 Sekunden noch nicht mal. Aber es ist kein einfacher Plastikring, also der ist nicht irgendwie, dass der 200 Gramm wiegt. Nee, der hat hier Gewicht, ich weiß gar nicht, was der wiegt. Erhöht die Muskelkraft, mehr Bauchmuskeln mit weichem Schaumstoff, geformte Innenkämme. Ja, Leute, ich denke, wir werden die jetzt nicht täglich trainieren. Aber cooler Hack, vor allem, wenn man sowieso Sport zu Hause macht. Aber er nimmt natürlich auch Platz ein. Aber dadurch, dass man den immer auseinanderstecken kann, geht's auch, finde ich. So, und dann noch ein absoluter Trend. Mhm. Und zwar, ihr kennt ja Diamond Painting, haben wir ja auch ganz viele Videos dazu gemacht. Und jetzt sieht man auf Instagram und überall, wahrscheinlich auch durch die Lockdown-Situation und so, ist wieder total Trend, malen nach Zahlen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, und wir haben das jetzt bestellt. Wir gucken uns das mal an. Wir werden dazu, wenn ihr Bock habt, also wir werden es bestimmt. Wir werden es eh machen. Wir machen es eh. Wir machen es eh. Hundertprozentig auch nochmal ein DIY-Video bzw. ein Testvideo machen. Diese von Amazon. Und zwar gibt es hier einmal so eine, das kenne ich noch aus der Schule, so eine ganz normale Lichtpalette.
Ich weiß gar nicht, ob hier Farben dabei sind. Ja, ich habe sie schon gefunden. Ah. Ölfarbe. Boah, da malt man eine ganze Weile, ne? Da malt man eine ganze Weile dran. Aber ich kann mir vorstellen, das macht bestimmt richtig Fun. Holla, holla. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich male ja wirklich gerne. Und das ist gerade ein absoluter Trend, ne? Das wird sehr, sehr cool. Ich glaube, das hier ist so San Francisco. Mit diesen Cable Cars. Ja, man erkennt es hier nicht drauf. Nee. Auf wir zeigen euch das kleine Ding. Wir filmen euch das nochmal ab. Mhm. Aber es ist auch gut, es ist so leinwandmäßig, natürlich ohne Rahmen, aber das kann man danach rahmen. Kann man spannen, ja. Ja. Und ich muss sagen, ich folge auch ein paar Leuten ja, bei Instagram, die das auch schon machen. Und da ist auch eine, die hat auch so ein Landschaftsbild von der Küste gemalt. Und hat halt auch gesagt, die sitzt da so 3-4 Stunden am Stück dran, weil das so süchtig macht und die Zeit so wegrennt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist wie bei Diamond Painting. Mhm. Und das sieht, also die ist jetzt fertig mit dem Bild. Cool. Das ist Wahnsinn, wie das ausschaut. Also man sieht ja die Zahlen dann nicht mehr. Das sieht wirklich aus, als wäre man so ein richtiger Profimaler halt. Ja. Hörbücher, Podcasts an und los geht's. Ja, genau. Also wir haben da richtig Bock drauf und wir werden natürlich das auch für euch testen. Yep. Wir haben auch noch andere Motive bestellt und auch noch Material, was man noch dazu braucht. Also so. Um das Ganze erstmal auch Leinwand etc. Was man so braucht. Und ich denke, in den nächsten 3 Wochen wird bestimmt mal ein Video kommen. Also ja, da unbedingt gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Freut euch drauf. Genau. Ja, Eva, was ist dein Highlight 2021? Welchen Trend kannst du dir vorstellen, umzusetzen? Ich glaube, am ehesten noch den Hula-Hoop-Reifen. Ja? Ja, das finde ich, ist wirklich eine witzige Sache. Ich muss es ein bisschen noch üben. Vielleicht kriege ich es dann auch hin. Aber ich bin mir bei den Polundern, die Karos auch. Aber Polunder ist, glaube ich, nee, nicht so ganz meins. Und auch die Taschenflasche finde ich ein bisschen. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich finde dieses Lashlifting ganz cool. Aber, also wenn es funktioniert, ich mag das sehr so, wenn die Augenbrauen so schon schön. Aber ich mag es nicht zu krass. Es gibt welche, das sieht halt einfach komisch aus. Was ich mir vorstellen kann, ist der Hula-Hoop-Reifen. Den finde ich auch irgendwie cool, den Trend. Also ich finde es cool, dass so einfache Trends wiederkommen. Und auch die Kleidungsstücke, die Jacken und Polunder. Also ich finde das Muster sowieso ganz cool. Ja. Und auch die Polunder finde ich und cool. Und auch rosa. Rosa ist das Beste. Sowieso. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, was ich ganz spannend finde, was ja auch total dieses Jahr wieder ist, ist Schmuck in Vintage-Optik. Ja. Also so richtig krasse, dicke Ringe, große Kreolen und man siehe da, ich habe heute auch große Ohren. Sehr passend. Also es sollen wieder so richtig krass die Kreolen, also kennst du noch so die 2000er, da gab es immer die großen Kreolen. Ja. Habe ja jetzt durch unser Video, Back to 90s, die ja wieder entdeckt und krieg gerade wieder so das Gefühl dafür. Ja. Ich trage sie gerade wieder gerne. Also in diesen Trend komme ich tatsächlich mit rein. Auch so die großen Ringe und sowas und halt auch so krasse, große Ketten. Aber du hast auch, aber du hast auch so Panzerketten. So Panzerketten, ja. Tragt das, was euch gefällt. Und wenn ihr solche Butterfly-Sonnenbrillen cool findet, dann tragt sie. Wenn ihr oder eure Taschenflasche. Oder manche finden auch Bauchtaschen ganz schrecklich. Ich mal liebe Bauchtaschen. Ich auch. Ich liebe auch Bauchtaschen. Wobei, es hat bei mir auch eine Saison gedauert. Die erste Saison, wo sie alle getragen haben, wollte ich sie auch noch nicht. Und dann letztes Jahr hatte ich 3 Stück. Aber es ist genauso wie Schlaghosen. Den Trend feiere ich persönlich nicht. Mir gefällt es zu klein für Schlaghosen. Ja. Also wie gesagt, Leute, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Mhm. Aber ich finde, das Jahr 2021 hat ein paar coole Trends bei sich. Ja. Vielleicht machen wir auch nochmal so coole, lustige Make-up-Trends. Hatten wir auch schon überlegt. Es gibt also eher auf das Lustige, weil es gibt echt teilweise Sachen. Es gibt verrücktes Zeug. Wie man sich schminken soll. Es gibt verrückte Dinge. Wenn ihr Bock habt, dass wir das testen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt gerne, was ist euer Favorit 2021? Welchen Trend feiert ihr besonders? Ja, ganz genau, alles gerne unten rein. Ansonsten abonnieren, kleine Glocke aktivieren. Wenn ihr irgendwas macht oder auch Hula Hoop oder irgendwas, dann verlinkt uns gerne bei Instagram. Wir sehen uns das gerne an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.